Meine Lieblingsfrage in Deutschland, Tamika, wie wirst du gerne genannt? Ich so, wie wär's mit meinem Namen? Es funktioniert jedes Mal. Aber falls du was Abstraktes brauchst, braun mit pinkem Innenfutter reicht auch. Ne? Ich habe noch nie in meinen 45 Jahren einer weißen Person die Frage gestellt, wie wirst du denn gerne genannt? Weiß, Lachs, Lila, Pfirsich, Blau. Welche Farbe soll ich denn aussuchen? Wir sind Menschen. Wenn ihr euch Reisetipps holt, holt sie nur von Leuten mit der gleichen Hautfarbe. Übertrieben wichtig. Weil wenn er, Glühwürmchen Johnson, dahin geht, dann sehen ja die Bangladeschis, oh my goodness, white man, help him. Sit down, here is food, we take care of you, white man. Er liebt das. Das Problem ist, er kann dahin gehen als radioaktiv weißer Typ. Wenn einer von dieser Seite hier dahin geht, wenn wir dahin gehen, Bros, wir sehen aus wie die. Dort sind wir einfach nur Penner. Verstehst du, was ich meine? Ich wollte auch. Ich so, Brother, help me. Get off my property, asshole. Döner für mich ist kein Fastfood. Weil es ist immer das Gleiche. Ich komme rein, der Typ sieht mich und sofort geht er über in Turkish Mode. Türkisch! Nein, sorry. Krieg ich einen dürren Döner zum Mitnehmen, bitte? Oh, nicht türkisch. Was bist du? Sorry, aber ich glaube, das war sehr eindeutig. Ich bin hier reingekommen, ohne zu lächeln. Ich will weder Augenkontakt noch eine Konversation, während du mein Essen vorbereitest. Ich bin eindeutig deutsch. Und das andere Klischee ist, alle Deutschen lieben alles vom Schwein. Bier und alles vom Schwein. Guck mal, ich dachte immer, was ist das für ein dummes Klischee, oder? Hey, was ist das für ein dummes Klischee? Bis ich bei euch einkaufen und gesehen habe, dass ihr Bierschinken habt. Hey, wie sehr muss man ein Produkt lieben, dass man aus 2-1 macht? Wir lieben Bier und Schinken. So, ich treffe immer wieder Deutsche, die keine Berührung mit Ausländern haben. Ich war überall in ganz Deutschland, überall schon aufgetreten. Und viele, die Migrationshintergrund haben, kennen das so. Du sprichst mit einem Deutschen, er ist verwundert darüber, dass du Deutsch kannst. Es guckt dich einfach von oben bis unten an, so, oh mein Gott. Das Aussehen und die Stimme, das passt nicht. Wird der synchronisiert? Ey, du bist voll der Nazi. Boah, ich könnte ausrasten. Wenn ich diesen Satz höre, du bist voll der... Rast dich aus. Ich hasse diesen Satz. Ich hasse diesen Satz. Ich habe einen Freund, Ahmed, der hat mich letztens eingeladen zu seinem Fußballspiel. Er so, hey Amjad, ich habe voll das wichtige Fußballspiel, komm vorbei. Ich so, okay, ich komm, ich guck mir das Spiel an. Ich guck, Ahmed sitzt 90 Minuten lang auf der Bank. Ich so, hey Ahmed, warum spielst du nicht? Er so, ja, Trainer ist voll der Nazi. Ich so, was? Er so, ja, Trainer ist voll der Nazi. Ich guck mir seinen Trainer an. Ich so, Alter, das ist doch Mustafa. Er so, ja, Trainer ist voll der Nazi.